Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht wieder, ich bin wahrscheinlich wieder ziemlich verklatscht und müde, aber nicht so müde wie sonst, wenn es in den Bikepark geht, denn heute geht es nur in den Bikepark Olpe und der ist nicht so weit. Warum ich da wieder am Start bin, erzähle ich euch, nachdem ich Geld abgehoben habe. So, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Stream oder so. Ich war ja ein bisschen helfen bei dem Streckenbau in Olpe. Da ist ja eine neue Line. Ich weiß nicht, ob dieser Step-Up aufs Holz schon fertig ist. Aber diese neue Line sollte jetzt eigentlich ready sein und befahrbar von ganz oben auch aus. Und ja, da nehme ich euch heute einfach mal mit, zeige euch das Ganze so ein bisschen und bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Der Sender Steve ist dabei, Emil ist später auch noch da. Also wird auf jeden Fall ein cooler Tag. Bis gleich. So Leute, wir sind angekommen, Lift-Ticket ist geholt und sind schon oben. Ich habe auch tatsächlich den Thomas schon gesehen. Ich glaube, der gibt gerade unten ein Coaching am Rasenrennen. Und ja, vielleicht können wir dem später mal Hallo sagen, wenn ich ihn da nicht irgendwo störe. Ich werde zum Startpunkt laufen, den Steve und den Emil suchen und dann langsam, gemütlich warm fahren. Ich habe gesehen, die neue Strecke ist offen, aber der Holz-Step-Up noch nicht. Aber nichtsdestotrotz können wir die neue Strecke auf jeden Fall mal antesten und ich werde die euch mal zeigen. Also ich fahre erste Runde jetzt echt entspannt, ne? Dann wirst du Bescheid. Also ich muss sagen, der Bikepark Olpe gefällt mir immer noch mit am besten. Auch wenn er ja nicht so groß ist, aber dennoch irgendwie abwechslungsreich, obwohl hier viele, viele Steine und Geröll rumliegen und. Aber die Atmosphäre ist einfach nice. Auch wenn manchmal dann viel rumgestanden wird im Park, bei der Drop-Batterie zum Beispiel, was dann nicht so cool ist, gerade wenn viel los ist, aber nichtsdestotrotz gefällt mir der Park einfach super gut und für knappe 45 Minuten Fahrtweg hierhin auf jeden Fall für mich immer ein Besuch wert. Nachdem ich dich dann ein bisschen warm gerollt hatte, wollte ich unbedingt die Features nochmal probieren, die ich bisher nur mit dem Thomas zusammen gemacht habe. Also das stand auf jeden Fall für mich heute auf der To-Do-Liste. Und dazu gehörte zum Beispiel das kleine Bachgap, der Wallride, der Step-Up vor dem Wallride und so weiter und so fort. Und auch so kleinere Elemente, die ich bisher nur ein, zwei Mal probiert habe, wie dieses kleine North Shore-Element gerade eben. Wollte ich einfach festigen und habe es dann einfach bei fast jedem Run ausprobiert. Ach, der Schotter hier. Und hier unten nach den Drops seht ihr jetzt die neue Line hier im Bikepark Olpe. Ich bin nur die linke Line gefahren, weil die ja sozusagen für Anfänger eigentlich ganz gut ist. Es gibt super lange Tables, die man einfach mit Speed und nicht so viel mit Technik fahren muss und dennoch kann dabei eigentlich nicht viel passieren. Links hiervon sieht man dann diesen Holz-Step-Up, der noch nicht fertig gebaut ist, aber hoffentlich demnächst irgendwann mal fertig wird. Darauf bin ich ziemlich gespannt.
zu wenig Schwung hier. So, los. Nicht im Mut. Dann stand auch schon die Downhill-Line auf dem Programm, wo das Bachgap auf mich gewartet hat. Und schon der Weg dorthin war mir irgendwie nicht ganz geheuer, weil ich nicht mehr genau wusste, wo kommt das Ding jetzt und wann ist es soweit, dass ich nicht mehr bremsen darf und nicht mehr langsam fahren darf und so weiter und so fort. Aber naja, seht einfach selbst. Gott. Jo, und das Ganze auch geschafft, aber ihr habt selber gesehen, die Kurve war ziemlich rutschig und der Emil, der mit uns unterwegs war, ist da leider böse in der Kurve weggerutscht. Deswegen haben wir uns auf den Weg zum Auto gemacht, um ihn dann, ja, meinen Verbandskasten zu plündern, und Steve hat ihn dann verbunden, sodass wir dann zügig wieder weiterfahren konnten. Leider passiert sowas ja immer mal wieder und meistens verletzt man sich genau dort, wo man keine Schoner hat, und ich denke, das war auch so eine kleine Lehre für ihn. So Leute, wir fahren wieder runter zum Lift, erneut warm fahren. Kleinen Crash gehabt, der Emil, und deswegen muss man ihn eben verbinden. Ja, sozusagen dritte Warm-up-Runde jetzt. Bisschen den Mut gekillt, aber naja, was soll's. Ja, die neue Line bin ich schon mal zum Stück gefahren. Die ist teilweise offen. Der Holzdepper ist noch nicht ganz ready, deswegen fehlt der noch. Aber die zwei neuen Endstücke dieser Line sind schon befahrbar. Sind aber ein bisschen anders geshaped, als sie noch waren, als der Thomas mit mir das Coaching gemacht hat. Ja, ich zeige euch das gleich auch mal von außen, dann könnt ihr es einmal von außen begutachten. Die Line mit den Doubles werde ich nämlich nicht fahren, aber die daneben habt ihr ja schon gesehen. So, wir fahren mal runter, fahren uns ein bisschen warm und weiter geht's. So Leute, jetzt tasten wir uns noch mal an das Rasenrennen ran, natürlich noch ohne Road Gap, aber noch mal den Step Up und den Wall Ride, den ich mit Thomas zusammen gemacht habe, und dann hier eigentlich alles gemacht heute, was ich alleine einmal machen wollte, und ja, dann halt nur noch ein bisschen zum Spaß. Und dann war es auch schon soweit, Rasenrennen plus Wallride plus Step Up und das Ganze diesmal auch ohne Thomas. Und ja, mir wurde bewusst, dass diese Strecke hier viel besser in Schuss ist, weil ich das Gefühl habe, nur die Pros fahren die. Hier gibt es nicht so viele Bremswellen, zwar ein paar mehr Steine, aber immerhin nicht so heftige Bremswellen. Eigentlich
sieht mittlerweile dieses Road Gap gar nicht mehr so riesig aus für mich. Aber trotzdem denke ich mir immer so, boah, irgendwie, naja, nein. Und weil ich immer wieder Fragen bekomme und es auch selber oft sehe, dass die Leute mit dem Schlepplift irgendwie sich nicht so wohl fühlen, hier meine Tipps, wie ich das Ganze angehe. Also erstmal fahrt ihr ganz entspannt nach vorne vor. Dann ist es wichtig, dass ihr es rechtzeitig greift. Der Sattel ist bei mir ganz unten und dann nehme ich mir einfach dieses Ding und klemme das so weit, wie es geht, unter den Sattel. Dann lasse ich es einfach hängen und lass laufen. Wichtig ist, nicht zu bremsen oder so, sonst zieht euch das Ding irgendwann ja einfach durch die Gegend. Und wenn ihr ganz oben angekommen seid, macht ihr euch vielleicht ein bisschen Sorgen, aber eigentlich ist es einfach, denn ihr rollt einfach so einen kleinen Berg runter, gegebenenfalls kurz reintreten, dann seid ihr schneller als das Ding, löst sich, fliegen lassen, fertig.
Doch irgendwie musste ich feststellen, dass heute auch nach 3 Stunden eigentlich irgendwie die Luft bei mir raus war. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, dass ich letzte Zeit ständig müde bin. Ich muss da mal genauer recherchieren. Auf jeden Fall war ich irgendwie platt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ehe du jetzt zu müde wirst und irgendwie Flüchtigkeitsfehler sich immer mehr einstreuen, weil ich bin schon den ganzen Tag nicht so super fit gewesen und das merkt man dann halt auch auf dem Fahrrad, weil man verliert die Konzentration, das Fahrrad macht dann nicht mehr das, was man selber so will, weil man immer wieder kleine Fehler macht und das wollte ich einfach unterbinden, dass ich mich da irgendwie böse noch hinlege, weil man hat auch hier wieder gemerkt, nach der Mittagspause, die meisten sind dann schon so ein bisschen müde und dann passieren die meisten Crashs. An der Drop-Batterie lag fast bei jeder Liftfahrt lag irgendjemand auf dem Boden. Und ich glaube einfach, dass man da einfach auf seinen Körper hören sollte. Und auch wenn es dann, ja, selbst wenn du noch Lust hast, aber wenn der Körper einfach Nein sagt, dann ist vielleicht einfach mal gut sein lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was von dieser neuen Line hier mitnehmen oder auch einfach nur ein gutes Gefühl. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Lasst mir gerne ein Abo da, denn es gibt jede Woche 2 neue Videos auf diesem Kanal und vielleicht sieht man sich das nächste Mal ja wieder in irgendeinem Park. Liebe Grüße an alle, die ich getroffen habe und bis bald. Ciao, ciao.